Wir wollen nun gemeinsam eine Meditation zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte abhalten. Wir sitzen bequem auf einem Sessel. Die Füße stehen fest auf dem Boden. Wir schließen die Augen. Rollen die Zunge auf dem Gaumen auf. Ziehen nun die Augenbrauen hoch und sehen ein inneres Licht. Die Füße sind gleich unseren Wurzeln. Wir üben Druck aus, um unsere Verbindung zur Erde wahrzunehmen. Die Aufmerksamkeit geht nun entlang der Waden zu den Oberschenkeln und zum Gesäß. Unser Gewicht ist auf beide Sitzknochen verteilt und wir sitzen gleich einem Reiter auf unserem Sitzdreieck. Wir beginnen nun, den Körper leicht zu kreisen. Zuerst in diese Richtung, die uns angenehmer erscheint. Dabei geht unser Atem ganz natürlich. Nun bewegen wir unseren Körper kreisend in die andere Richtung. Wir sitzen nun ruhig und aufrecht. Der Atem geht gleitend natürlich ein und aus. Beim Einatmen gehen wir nun tiefer in unser eigenes Bewusstsein. Wir atmen ein, ziehen die Augenbrauen hoch, sehen ein Licht und atmen aus. Wir lassen alles los, was uns noch bewegt. Bewusstes Einatmen nun, Hochziehen der Augenbrauen. Wir sehen ein inneres Licht, werden eins mit diesem Licht, atmen tief ein und lassen los beim Ausatmen. Ausatmen, tiefer ins Innere gehen. Wir atmen ein, ziehen die Augenbrauen hoch, sehen das innere Licht, halten den Atem an, atmen nun aus und sinken tiefer in uns selbst. Bleiben luftleer. Atmen nun wieder tief ein, halten die Luft an, ziehen die Augenbrauen hoch, atmen aus und gehen tiefer ins eigene Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist nun mehr und mehr ein reines, klares Bewusstsein, gleich einem Himmel.
auf dem Wolken vielleicht vorbeiziehen und diese gleichen unseren Gedanken. Wir beachten die eigenen Gedanken nicht, die kommen. Wir beobachten sie nur und lassen sie unkritisiert und unbewertet vorüberziehen. So ist es auch mit den Geräuschen. Alles, was uns ablenken könnte, bleibt unbeobachtet, unkritisiert, wird wohl wahrgenommen, aber es wird ihm keine Bedeutung beigemessen. Wir entlasten nun unsere Leber und die Galle von allem etwaigen aufgestauten Zorn oder Ärgernissen, Aggression, auf den Laut Tsch. Wir atmen tief ein. Wir wenden uns nun dem Herz- und Lungenbereich zu und alles, was an Kummer, Sorge und Leid in uns aufgestaut ist, darf nun unseren Körper verlassen. Wir verwenden dazu den Laut. Wir atmen tief ein, ziehen dabei die Augenbrauen hoch. Wir atmen ein Wir wiederholen es noch einmal. Lassen alles Leid auf los. Auf Cho entlasten wir nun unsere Niere von allen Ängsten oder auch Schuldgefühlen. Wir atmen ein und auf Cho lassen wir alles Ängstliche aus uns entweichen. Oh.
innere Licht, das durch unser Kronenchakra, den Scheitelpunkt auf unserem Kopf, unseren Körper betritt. Wir schauen gleichsam innerlich nach oben, drehen die Augen bei geschlossenen Lidern hoch, ziehen die Augenbrauen hoch, nehmen eine Weite wahr und öffnen uns der universellen Lebensenergie. Die universelle Lebensenergie ist für alle Menschen zugänglich und jeder Mensch lebt durch sie. Doch wir können sie bewusst erleben und uns für diese heilende, reine, klare Lichtenergie immer weiter öffnen. Wir atmen ein und sind uns des Lichtstroms, der durch das Kronenchakra unseren Körper betritt, bewusst. Und einatmen. Wir können dieses Licht, das frei verfügbar für uns ist, in alle Organe senden. Und diesen Vorgang unterstützen wir nun durch den Einsatz unserer Hände. Wir legen unsere Hände nun aufs Herz, auf Lungen und Herz, atmen tief ein, die Augenbrauen sind hochgezogen, wir sehen das Licht. Beim Ausatmen senden wir das Licht zum Herzen. Das Herz wird weit. Das Herz füllt sich mit Licht. Und das Herz ist der Sitz der Liebe. Tief drinnen in jedem Herzen ist diese bedingungslose Liebe. Und das Licht der universellen Lebensenergie verbindet sich nun mit dem Licht im Herzen. Beim Einatmen sprechen wir leise innerlich: Ich bin. Und beim Ausatmen: Licht und Liebe. Wir atmen ein und wir atmen aus, ins Herz und in die Lungen hinein. Und beim Einatmen sprechen wir innerlich: Ich bin. Und beim Ausatmen: Licht und Liebe. Wir legen nun die Hände vors Gesicht. Wir begleiten unsere Atmung mit den Worten: Ich bin Licht und Liebe. Ich bin Licht und Liebe. Wir legen eine Hand auf die Stirn und eine Hand auf den Hinterkopf
Wir können beim Einatmen nun sprechen. Licht und Liebe und beim Ausatmen Heilung. Einatmen, Licht und Liebe, beim Ausatmen Heilung. Und jede und jeder von euch wird die Affirmation entdecken, die für sie oder ihn am besten passt. Ob ich bin Licht und Liebe und beim Ausatmen Heilung oder beim Einatmen ich bin und beim Ausatmen Licht und Liebe, bleibt jedem selbst überlassen. Wir legen die Hände auf den Hinterkopf. Gedanken ziehen vorbei, Augenbrauen werden hochgezogen, wir sehen das innere Licht, die Zunge als Verbindung zwischen dem Gouverneur und dem Konzeptionsgefäß bedeutet auch, dass wir ganz in uns sind. Diese Energie, die durch das Kronenchakra in unseren Körper fließt, darf nun ganz für uns selbst verwendet werden. Durch die Technik des Zungenaufrollens wird Gouverneur und Konzeptionsgefäß miteinander verbunden. So kann der Fluss in uns ungehindert durch alle Chakras kreisen und auch die Organe versorgen. Wir legen die Hände auf die Ohren und lauschen unserem inneren Geräusch, dem inneren Ton, dem Ton der Unendlichkeit, dem Ton Om, dem Laut Om, der in uns klingt. Es ist wie ein Rauschen. Wassers, vielleicht das Gefühl, unter Wasser zu sein, ein Gefühl, wie im Mutterleib geboren, und wir lauschen dem inneren Vibrieren, dem inneren Ton. Beim Einatmen nehmen wir Licht und Liebe wahr, Licht und Liebe. Beim Ausatmen soll es heilende Energie, universelle Lebensenergie sein, die uns bereichert, wenn es sein soll, auch heilt. Wir legen die Hände nun um den Hals, im Bewusstsein, dass das Halschakra der Sitz ist, der Kommunikation präsentiert, der unseren Seinsausdruck ermöglicht. Wir machen uns bewusst, wie wir uns fühlen, was wir brauchen. Wir dürfen Wünsche haben für uns. Wir lassen uns diese bewusst werden. Was stimmt für mich? Was fühlt sich für mich gut an? Und wenn ich mir immer mehr dessen bewusst werde, gestehe ich es mir ein und dann darf ich es auch anderen mitteilen und danach handeln. Beim Einatmen im Ausatmen Licht, Liebe, Heilung.
Chakra, eine Hand auf die Dünnungsdrüse, die zweite Hand darunter. Und wieder ziehen wir die Augenbrauen hoch und senden das Licht der universellen Lebensenergie in den Herzlungenbereich. Wir alle kennen diese Momente, kennen diese Gefühle von Wärme, Geborgenheit, von Frieden, liebevollem Gefühl, Liebe. Meine Meditation, meine Verbindung mit dem heilenden Licht, mit der Liebe, die tief in meinem Herzen ist, etwas für mich selbst tun, zu meinem höchsten Wohl, aber auch zum höchsten Wohl der Menschen, die mir nahestehen, die ich mag, die ich liebe. Aber ich tue es auch bewusst oder unbewusst zum Wohl der ganzen Schöpfung. Wir legen unsere Hände auf Galle und Leber. Zieht die Augenbrauen hoch, die Zunge ist aufgerollt und wir senden das Licht der universellen Lebensenergie zur Heilung in die Organe. Beim Einatmen sprechen wir: Ich bin, beim Ausatmen Licht und Liebe. Mit dieser Kraft des Geistes nähern und stärken wir unsere Aura. Unser Energiefeld kommt mehr und mehr die Kraft von Licht, das beginnt auszustrahlen, auch auf andere. Auch Liebe beginnt aus unseren Herzen zu strömen und berührt vielleicht auch andere. Wir legen die Hände auf Bauchspeicheldrüse und Milz. In beiden Positionen wurde auch Energie in den Magenbereich gesandt. Wer eine Hand noch bewusst auf den Magen legen will bei dieser Position, kann es tun. Wir ziehen die Augenbrauen hoch. Licht und Liebe. Licht und Liebe zur Heilung.
Wir legen eine Hand über den Nabel und eine Hand unter den Nabel. Senden so Energie zu Dünndarm und auch zu den Dickdarmästen. Ziehen die Augenbrauen hoch, sehen Licht. Ich bin Licht und Liebe. Licht und Liebe zur Heilung. Organe und Blase. Ziehen die Augenbrauen hoch, die Zunge ist aufgerollt. Wir sehen das Licht, verbinden es mit der Liebe unseres Herzens. Wir sprechen, ich bin Licht und Liebe. Und die universelle Lebensenergie möge als heilende Energie unsere Organe stärken. Unsere Selbstheilungskräfte durchströmen um den ganzen Körper, die Organe. Auf die Nieren. Ziehen die Augenbrauen hoch, sehen das Licht und unterstützen die Nieren beim Loslassen, beim Entgiften. Spenden die Nieren voll Liebe. Kraft, Wärme, um sie bei ihrer großen Aufgabe zu unterstützen. Wir ziehen die Augenbrauen hoch, senden Licht. Ich bin Licht und Liebe. Wir legen nun unsere Hände locker auf die Oberschenkel und atmen tief ein und aus. Und setzen nun zur mentalen, zur geistigen Heilung an. Atmen gleichsam am Punkt des Steißbeines beim ersten Chakra ein. Beim Einatmen ziehen wir den Atem entlang der Wirbelsäule hoch zum Scheitelpunkt, zum Kronenchakra. Wir atmen aus, ziehen die Augenbrauen hoch, atmen beim Steißbein ein, ziehen die Luft nach oben und atmen nach oben. Alle restlichen Blockaden werden so gelöst und nochmals die Reinigung des ersten Chakras, das Ja zum Sein, das Ja zu unserem Leben. Lebensfreude, ich bin voll Lebensfreude. Wir atmen ein, ziehen etwaige restliche Blockaden nach oben. Transformieren sie, bringen Verstecktes ans Licht, geben sie hin. Das gleiche machen wir nun mit dem zweiten Chakra.
Wir setzen rückwärts mit der Einatmung an. Ziehen den Atem hoch zum Scheitel und atmen nach oben aus. Solarplexus, auf der Rückseite atmen wir ein und bringen Verborgenes, Blockiertes nach oben. Das Herzchakra an der Rückseite, Rücken, wir atmen ein und atmen durch den Scheitel nach oben gleichsam aus, atmen wieder ein, die Lungen werden weit, wir atmen nach oben hin aus, setzen nun am Genick an, dein Atmen. Und atmen aus, die Augenbrauen sind hochgezogen, einatmen und ausatmen. Rückseite des Stirnchakras, drittes Auge, einatmen, zum Kronenchakra ausatmen und nochmals. Nach oben ausatmen, weit werden und oben bleiben gleichsam, weiter atmen am Kronenchakra, auf der Spitze des Kopfes, am Scheitelpunkt, ein- und ausatmen, weit werden, hochziehen, Augenbrauen, wir sind auf der Spitze des Kopfes, atmen ein und aus, werden immer weiter, trichterförmig, öffnet sich nun, das Chakra, alles ist voll Licht. Wir gehen höher im Bewusstsein, vielleicht 10, 20, 30 Zentimeter. Immer weiter werden wir. Transzendenz. Wir lassen los und gehen über den Körper hinaus in die Weite. Nun zurück zu unserem Scheitelpunkt, zum Kronenchakra, wir atmen ein, nun im Lungen- und Herzbereich, wir lenken das Bewusstsein zu den Füßen, die Füße stehen auf dem Boden, und wir sind erfüllt von der Energie, die unser Herz geöffnet hat. Und hier, wenn es sein soll, dass universelle Lebensenergie heilend ist. Wir atmen tief ein und verbeugen uns zum Abschied. Kopf nach vorne neigen. Und langsam die Augen wieder öffnen.